Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video möchte ich einmal zeigen, wie man in einem Kurs wichtige Ergebnisse zusammenfassen kann und diese den Schülern, die nicht anwesend sind gerade, sondern die von zu Hause aus lernen, aufnehmen kann und zeigen kann. Ich befinde mich jetzt in einem Team, ich bin in dem Fall der MEG-Testklasse und ich habe hier die Möglichkeit, unter Beiträge etwas zu tippen oder ich habe die Möglichkeit, dieses kleine Symbol zu drücken, und zwar das heißt jetzt besprechen. Das klicke ich einmal an, möchte einen Betreff hinzufügen, ich mache die Kamera aus, die brauche ich nicht. Ich klicke einfach auf, nenne das Zusammenfassung, Sitzung. Heute ist der 20. Mai. So, ich klicke auf Jetzt besprechen. So. Wie ihr seht, bin ich der Einzige natürlich in der Sitzung. Ich gehe jetzt auf Teilen und klicke auf meinen Bildschirm. So, das wollen wir nicht teilen. Ich gehe zurück zu dem Desktop. Ich gehe in die Gruppe, klicke auf Teams. So, bin jetzt in dem Kanal allgemein. Ich gucke nochmal. MEG Testklasse allgemein, genau. Der rote Rand sagt mir, dass der Bildschirm aufgenommen wird. So, mein Mikrofon wird auch aufgenommen. Das ist wichtig. Und ich mache jetzt hier einfach neu Word-Dokument und nenne das Zusammenfassung, Sitzung. Und wie war das? Heute ist der 20.05.2020. 20.05.2020. Notizen. Okay, ich klicke auf Erstellen. Und jetzt erstelle ich ein Word-Dokument, das automatisch allen Teammitgliedern freigegeben ist. So, wenn ich jetzt mit meinen Schülern in der Klasse etwas bespreche und auf die Ergebnisse von Aufgaben zum Beispiel bespreche, dann kann ich die jetzt einfach hier eintippen. Ja, heutige Sitzung. Entschuldigung, das ist falsch. So, in der heutigen Sitzung. Erstens, super interessantes Ergebnis. Und so weiter. So, wenn ich fertig bin, dann schließe ich einfach dieses Dokument. Ich gehe hier auf Schließen. Es wird automatisch gespeichert. Ich gehe zurück in die Sitzung. So. Und ich habe einen wichtigen Punkt vergessen. Ah, okay, ich habe einen sehr, sehr wichtigen Punkt vergessen. Jetzt habe ich natürlich eine Sitzung gemacht, aber die nicht aufgezeichnet. Das macht natürlich keinen Sinn. Jetzt, Entschuldigung, muss ich leider nochmal hier drauf klicken. Also der Bildschirm ist weiterhin geteilt. Ich klicke hier drauf. Ich gehe auf Aufzeichnen beginnen. So, jetzt sehe ich hier dieses rote Symbol. Die Sitzung wird aufgezeichnet. Sie zeichnen diese Besprechung auf. Es befindet sich kein anderer in dieser Besprechung. Deswegen ist es okay, dass es aufgezeichnet wird. Sonst sollte man auf natürlich, falls man eine Sitzung aufzeichnet, in der andere sich befinden, sollte man natürlich vorher mit den Leuten sprechen. Genau. Ich zeichne jetzt diese Sitzung auf, das ist in Ordnung. Ich gehe zurück in mein Team. Ich gehe jetzt nochmal auf die Datei, die ich gerade hatte, Zusammenfassung Sitzung. So, wird jetzt hier geöffnet. Ich klicke auf Bearbeiten. Ja, das wollte ich nicht. So. Kann ich das jetzt nicht hier öffnen? Natürlich geht das jetzt gerade nicht. Dann tue ich mal so, als ob ich das noch nicht gemacht hätte. Ich mache nochmal neu. Neu. Word-Dokument. Dann öffnet sich wieder Zusammenfassung, Sitzung. 6.5.2. So. So, die Sitzung wird immer noch aufgezeichnet. Alles, was ich auf meinem Desktop was mein Desktop anzeigt, wird mit aufgezeichnet. Das ist hier in diesem Teilen-Symbol drin. Das heißt, hier Wiederäußerung 1, 2,
etc. Ende. So, jetzt klicke ich hier drauf. Und wenn dann die Sitzung zu Ende ist, dann sage ich, vielen Dank, liebe Schülerinnen und Schüler. Das war die heutige Sitzung. Die könnt ihr euch nochmal im Team angucken. Ich klicke jetzt auf hier. Ich beende jetzt die Aufzeichnung. So, ja, Aufzeichnung wirklich beenden. Und jetzt hier Besprechung beenden. Damit ist die wirklich beendet für alle Teilnehmer. So bleiben dann nicht noch ein paar zurück in diesem Team. Ich gehe jetzt nochmal hier Testklasse in allgemein. So, und jetzt wurde die Sitzung beendet. Die Aufzeichnung wurde beendet. Aufzeichnung wird in Microsoft Stream gespeichert. Das dauert ein bisschen. Das ist jetzt eine 4-minütige Aufzeichnung. Die Schüler können das noch nicht direkt sehen, was okay ist. Es dauert halt ein bisschen. Und dann wird das hier aber angezeigt. In den Dateien befinden sich natürlich die Dateien. Die können die Schüler einfach einsehen und sehen, was wir gemacht haben. So müssen die dann nicht, die Anwesenden jetzt nicht unbedingt mitschreiben, aber vor allem die Schüler, die zu Hause sind, können das dann einsehen. Microsoft Stream ist quasi das Microsoft Pendant von YouTube. Wichtig zu wissen ist, dass Microsoft diese Aufzeichnung nur für dieses Team zur Verfügung stellt. Kein anderer kann das sehen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, bis das nachbearbeitet ist, aber dann kann man das hier einfach sehen. Da steht dann Microsoft Aufzeichnung, Microsoft Aufzeichnung der Besprechung und dann sollte das sein. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob es jetzt zufällig kommt. Das dauert immer ein bisschen. Ja, wir warten jetzt nicht ab, bis das passiert ist. Ich kann dann hier noch sagen, ihr könnt ihr die heutige Sitzung einsehen. Die heutige Sitzung. Hier könnt ihr die Ergebnisse der heutigen Sitzung einsehen. Die Dokumente befinden sich im Bereich Dateien. So. Somit wird das jetzt quasi hier gespeichert. Wenn ich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen oder alle ansprechen wollte, die hier sind, dann könnte ich auch noch Leute taggen. Das heißt, dieses Team heißt MEG Testklasse. Das heißt, ich könnte hier ein Add-Zeichen machen. MEG. Dann wird mir schon Testklasse empfohlen. Und dann würde jeder, der in dieser Testklasse dran ist, hier bei Aktivität eine Mitteilung bekommen. Das ist ganz praktisch, um die Aufmerksamkeit zu erlangen. So, wir gucken jetzt nochmal, ob das gespeichert wurde. Nein, das dauert immer ein bisschen. Das wird jetzt verarbeitet, wie gesagt, und dann wird es automatisch hier erscheinen. Ja, ich hoffe, dieses Video war hilfreich und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.